sage ich einen wunderschönen guten Morgen zur ersten Ausgabe vom Spotlight. Spotlight ist ein neues Format im Job im Mittelstand und stellt wöchentlich ein neues Mitglied vor, das wir kennenlernen wollen mit dem Hintergrund, ein gutes Netzwerk besteht daraus, dass man sich gut kennt, sich vielleicht mag, schätzt oder zumindest erstmal auch kennt. Und damit man sich kennenlernt, nimmt man sich die Zeit, um den anderen kennenzulernen. Heute begrüßen wir in unserer Session die Firma Bridge of Trust, vertreten durch Marco Linsenmann. Lieber Marco, die Zeit startet ab jetzt. Du hast jetzt 7 bis 8 Minuten Zeit, dich uns vorzustellen. Das werden wir auch hart cutten, indem wir hier einen kleinen Timer einblenden. Und wenn der abgelaufen ist, werden wir dich einfach rüde unterbrechen. Und weil wir dann alle die Gelegenheit haben, dir Fragen zu stellen, was wir nicht verstanden haben oder was wir noch wissen wollen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alles wunderbar. Jetzt. Gut, Andi, ich danke nochmal für die Einladung. Ich werde jetzt meine Präsentation starten und mich ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Marco Linsenmann. Ich bin der Gründer von der Firma Bridge of Trust in Heidelberg. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Produktdigitalisierung nach vorne zu treiben. Und was wir darunter verstehen, das zeigen wir euch hier. Wir sind ein Startup, dieses Jahr gegründet, haben aber schon relativ viele Mitglieder und ein sehr großes Netzwerk. Also wir sind natürlich, Vorteil von meinem Alter, schon ein bisschen etabliert in der Branche. Und von daher kann man mit uns ganz gut Geschäfte machen. Worum geht es bei uns? Wir verwandeln sozusagen Schlagwörter in handfeste Realitäten, wenn es um die Digitalisierung von Produkten geht. Für jedes dieser einzelnen Worte könnte man einen eigenen Vortrag machen, aber das ist tatsächlich das, was wir tun und wo wir uns sehr, sehr gut auskennen. Wie machen wir das, beziehungsweise was funktioniert hier? Indem wir Produkte digitalisieren, bieten wir diesen physikalischen Produkten eine neue digitale Dimension. Das heißt, wir schaffen eine überraschende, interaktive, spannende User Experience, damit die Kunden mehr von den Produkten verstehen, mehr von der Marke verstehen, mehr Kundenbindung aufbauen können, loyaler zur Marke sind und dadurch eben geliebte Kunden sind. Der Grundgedanke ist, so wie bei Menschen auch, jeder Mensch ist einzigartig und wir machen auch jedes einzelne Produkt einzigartig. Wir haben nachher genügend Beispiele, um uns das anzuschauen, aber einfach stellt euch vor, eine Mineralwasserflasche ist nicht wie die andere. Jede ist eigen und hat ihre eigene Identität. Wo wenden wir so etwas an? Eigentlich in nahezu allen Branchen, die man sich vorstellen kann. Zum Beispiel im Bereich der Technologie, technische Teile. Wir covern damit auch die Transparenz, Lieferketten, Sorgfaltspflichtgesetz und so weiter. Im Merchandising-Bereich unterstützen wir eben den Verkauf von Merchandising-Produkten. Im Collectible-Bereich, Artwork-Bereich, da geht es um NFTs. Also wie kann ich wirklich Dinge digital eindeutig machen, einen digitalen Zwilling ablegen. Im Bereich Unikarte, exklusiver Schmuck, Sammlerstücke geht es auch um Unikarte, um Originalitätsnachweis, um Fälschungsschutz. Und so geht es durch die Bank durch. Wie gesagt, für jedes dieser Dinge habe ich fast ein Beispiel hier liegen. Können wir uns nachher im Detail anschauen. Spannend auch Spirituosen, Wein, Genussmittel. Da geht es auch um Fälschungsschutz, um Erstöffnungsnachweis. Wir arbeiten sehr viel mit Kunden in Asien zusammen. Da ist das Thema Fälschung und Erstöffnungsnachweis sehr spannend. Asien, Indien tatsächlich auch. Gut, das, was Sie hier sehen, ist alles Frontend, das passiert mit dem Benutzer. Viel spannender ist aber eigentlich, was sich im Hintergrund tut, nämlich bei jeder Interaktion mit diesen digitalisierten Gegenständen werden Daten gesammelt. Und diese Daten, die sind unheimlich wertvoll für Marketing, Vertrieb, Logistik und Customer Service. Sprich, wir wissen genau, wann, wo, welches Produkt wie interagiert wurde, ob es geliked wurde, geshared wurde, ob Feedback da ist und so weiter. Also hier ist der Value von der ganzen Geschichte. Das heißt, diese ganze Produktdigitalisierung ist nicht ein Kostenfaktor, sondern das ist wirklich eine Ertragsgenerierungsmaschine. Wie machen wir das? Wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Know-how in dem Bereich Markenschutz, Produktsicherheit, Digitalisierung. Das geht bis hin runter zum Sicherheitsdruck von Etiketten, Banderolen,
aber auch Direktmarkierungen, NFC-Chip, RFID-Chip, Codierung, alles, was man braucht, um Produkte eindeutig zu identifizieren. Wie gehen wir vor in den Projekten? Es ist tatsächlich immer ein Durchlauf von bekannte Dinge neu denken bis hin zur Disruption. Wenn wir wirklich komplett neue Geschäftsmodelle einführen, basierend auf einem physikalischen Produkt, was mit einem einmaligen Verkauf quasi den Umsatz erbracht hat, mit unserer Lösung werden danach weiterhin Umsätze generiert. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch genug anteasern, um jetzt ein paar Fragen zu generieren. Und auch die 8 Minuten, denke ich, habe ich ganz gut im Griff. Jetzt seid ihr dran. Ich würde meine Präsentation wieder ausschalten, weil ich habe einige Beispiele hier, die wir dann im Bereich eurer Fragen, wenn denn hoffentlich welche kommen, ein bisschen genauer anschauen können. Erstmal vielen Dank. Ich habe die Zeit jetzt gestoppt, also das war super. Ja, wer hat Fragen? Wer schaltet sich frei und stellt seine Frage? Ich habe welche, aber ich warte gerne, bis die anderen gestellt haben. Kommt keine, dann Merchandise. Ja. Hallo, ich bin der Markus. Hallo, Thema Markus. Merchandising ist, glaube ich, auch aktuell ein Riesenthema für ganz viele Unternehmen dann auch. Ja. Entsprechend, wie können Sie Ihre Werbung auch platzieren am besten, oder? Du hast ja ein ganz tolles Beispiel auch dazu. Ja, also nur zur Veranschaulichung. Das ist ja der Merchandising-Teil. Wir haben jetzt auch zum Beispiel, machen wir für verschiedene Fußballclubs dann auch so die individuellen Maskottchen. Das ist nur die Physik. Aber spannend ist eben, was kann der? Ja, und für die es noch nicht gesehen haben, du hast hier eine Interaktion mit dem Handy. Das heißt, ich berühre es nur. Er begrüßt mich mit meinem Namen. Er hat seinen eigenen Namen. Das heißt, er hier und er hier sehen zwar gleich aus, sind aber unterschiedlich. Und über das, was dann in der App passiert, das ist eigentlich das, wo dann der Merchandising-Verkauf zum Tragen kommt. Also ich generiere zum Beispiel bei diesen Teddys hier weitere Einnahmen durch Abo-Modelle in Form von Erzählung von Geschichten. Ja, und diesen Content kann ich mir jetzt noch ganz anders vorstellen und das anderweitig einsetzen. Marco, meine Frage, ist das nicht für viele erstmal spooky und schwer verständlich? Also ich habe das verstanden, als du mir das mit den Teddybären gezeigt hattest in München. Vorher habe ich es ehrlich gesagt nicht verstanden, was das Business sozusagen ist. Ist das nicht gerade die Hürde? Ich erinnere mich an Wahlkampf 1998 mit Wolfgang Heubisch und wir haben das erste Mal auf dem Plakat einen QR-Code geklebt. Ergebnis davon waren 3 Abrufe über diesen QR-Code, weil einfach kein Mensch damit umgehen konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade ähnlich ist mit deiner Technologie, die du da anbietest. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel dazu und ein anderes Beispiel. Also erstens, dank Corona muss man sagen, kennt jeder jetzt den QR-Code und weiß, da kann man was machen. Ja? Ist es spooky oder nicht? Ja, es ist spooky, aber es kommt darauf an, auf welchen Markt wir gehen. Wenn wir jetzt beispielsweise uns diese Whiskyflasche hier anschauen, die hat jetzt hier einen QR-Code drauf und die hat auch hier einen NFC-Chip drauf. Ja, das ist für den Markeninhaber gar nicht mehr spooky, weil er managt mit dieser eindeutigen Identität von dieser Flasche seinen Warenbestand auf der einen Seite und bietet aber auch seinen Kunden einen digitalen Erstöffnungsnachweis. Das heißt, wenn du diese Flasche öffnest, dann sieht es ungefähr so aus. Und wenn du jetzt diesen NFC-Chip tappst, dann sagt er dir, dass diese Flasche schon mal geöffnet ist. Also ist ein wirksames Mittel gegen unerlaubte Wiederbefüllung von Originalflaschen. Ja. Das ist jetzt für den Otto-Normalverbraucher spooky. Für die Markeninhaber ist es im Grunde genau das, was sie suchen. Sie wissen nur oft nicht, dass es sowas gibt. Und das ist eben die Herausforderung auch im Vertrieb. Wie vermarktest du solche Produkte? Wir haben andere Kunden, zum Beispiel diese hier, die Tangle Teaser kennen einige. Da haben wir neulich auch einen schönen Vortrag gehalten, wie so eine Bürste ins Metaverse kommt. Da ist jede Bürste mit einem eindeutigen Code und einem Sicherheitsetikett identifiziert. Darüber macht der Kunde, also Consumer Engagement gibt es dort, Upselling, Cross-Selling über das Produkt, aber auch natürlich Originalitätsnachweis. Und so geht es gerade weiter. Für jede Branche gibt es verschiedene Beispiele bis zur Automobilindustrie, wo wir Verpackungen von Bremsscheiben sichern über diese Methode. Das heißt,
die Marken wissen schon, dass sie was tun müssen. Sie wissen manchmal nur nicht wie. Und dass sie auch bestehende alte Probleme mit den neuen Technologien ganz effizient lösen können. Das heißt, wir gehen oft auch hin und sagen, welche Probleme habt ihr? Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde sagt, ich habe ein Graumarktproblem, weil ich exportiere in über 50 Länder, aber die Preismargen werden verschoben, weil die Leute die Sachen über die Online-Kanäle verschieben, da haben wir eben die Möglichkeit, mit solchen Lösungen den Graumarkt zu sehen, zu lesen, zu verstehen und auch dagegen vorzugehen. Wie organisierst du dein Marketing im Sinne von, und wie kommst du an deine Kunden, wie machst du deinen Vertrieb? Weil das stelle ich mir sehr aufwendig vor. Ich glaube, die Probleme haben viele, aber sie würden nicht auf die Idee kommen, sie so zu lösen. Ja, also Marketing ist einmal auf Veranstaltungen reden, reden, reden. Ja, du musst dich präsentieren. Und das Zweite ist tatsächlich, wir machen professionelle Kaltakquise. Ja, das heißt, wir arbeiten mit Agenturen zusammen, die selektiv Adressen durchgehen und Termine machen für Online-Meetings. Und in den Online-Meetings, so wie heute, dann öffnen wir die Tore. Ja, und wir gehen natürlich auch auf Messen. Auf den Messen gehen wir allerdings scouting-mäßig vor. Das heißt, wir gehen nicht dahin, wo unser potenzieller Wettbewerb ist, sondern wir gehen dahin, wo unsere Kunden sind und sprechen die direkt auf dem Stand an. Bernhard, du bist am dransten. Jo, wunderbar. Tolles Produkt. Danke dir. Hat mich angetriggert. So gehört sich's ja auch. Das ist der Sinn und Zweck dieser Geschichte. Ja. Meine Frage ist natürlich auch immer dann Richtung Datensicherheit, Datenschutz natürlich. Gerade bei dem Teddybären oder sowas. Wie weit spricht denn die App wiederum mit dem Hersteller oder wie weit ist das gewährleistet, dass da ein Break stattfindet? Also den Break bestimmt der Hersteller. Das heißt, das, was auf den Apps passiert, machen wir gemeinsam mit dem Marketing vom Hersteller. Unser Ziel ist es, keine personenbezogenen Daten überhaupt im System zu haben. Das Einzige, das Nächste, was personenbezogen ist, ist die IP-Adresse, mit der wir kommunizieren. Die wird aber nur genutzt, um die Geolokation auszulesen. Also das kann man mit GPS machen oder mit der IP-Adresse, aber die IP-Adresse wird praktisch danach vergessen. Ja, das heißt, beim Teddy ist es schon ein bisschen schwieriger, weil ich dort eine Telefonnummer hinterlegen kann, damit ich angerufen werde, wenn ich den verliere. Ja, das ist so ein Lost-and-Found-Funktion ist hier drin. Da habe ich die Telefonnummer drin, aber letztendlich gibt es einen Konsens am Anfang, wenn der Kunde diese App benutzt und sagt, ja, ich bin damit einverstanden. Bei allen anderen Dingen, ob das jetzt die Bürste ist, ob das der Alkohol ist, ob das Shirts sind, Sammlerkarten und so weiter. Wenn du noch dich außerhalb von dem NFT bewegst, ist es sowieso, alles kann man das regeln über DSGVO. Wenn wir über NFTs gehen und in die Wallets reingehen von den Leuten, dann haben wir natürlich die Verantwortung irgendwo auch im Wallet liegen. Also das kann man handeln und es ist auch immer eine Frage, wie weit will der Hersteller gehen. Und es ist auch länderspezifisch unterschiedlich. Klar, danke dir. Marco, wie unique ist deine Technik? Ist es etwas, was jeder eigentlich auch selber dann machen kann? Oder hast du dann auch Patente oder Ähnliches, was dein Businessmodell schützt? Also ich glaube, also unique, was ist heute schon unique? Alles ist keine Rocket Science. Die Kunst ist, die richtigen Elemente zusammenzubringen und zur Lösung zu formen. Wir haben eine eigene IoT-Plattform. Das ist richtig. Ja? Also mit der du all das managen kannst. Eindeutige Vergabe von Identitäten zum Beispiel, die Zuordnung zu den Produkten, dann die Reaktion, die User Experience. Das wird alles von der IoT-Plattform gecovert. Das heißt, da ist wirklich Software da, Cloud-Plattform 24x7, die ist vorhanden. Und alles andere, ob du jetzt hier ein Etikett benutzt oder einen Chip einbaust, das wird natürlich dazu gekauft. Ja, aber wir treten als Generalunternehmer auf, managen dieses komplexe Projekt für den Kunden aus einer Hand und bringen die ganzen Technologien in den Einklang. Wir orchestrieren im Grunde das, was es schon gibt. Da sind wir irgendwo auch Agnostiker. Ja, es gibt jeden Tag was Neues. Und da muss man eben schauen, wie passt es ins Konzept rein? Wie kann ich jetzt AR integrieren und so weiter? Aber das ist so.
Das Geschäftsmodell sieht tatsächlich auch so aus, dass wir mit den Partnern leben. Das heißt, wenn wir Kunden generieren und Aufträge vermitteln in Form von Chips, Etiketten und so weiter, daran partizipieren wir natürlich. Ich habe nochmal eine Frage mit deiner Flaschenöffnungserkennung sozusagen. Das finde ich ja ganz spannend. Worauf beruht das? Auf einen Bewegungsalgorithmus oder erkennt man, dass die Flasche aufgemacht worden ist? Du hast in dem Etikett hast du eine Antenne. Ich kann das kurz zeigen. Mhm. Das ist das Etikett. Ja. Okay. Wenn du das abziehst, dann siehst du da hinten eine Antenne dran. Und wenn die reißt, dann bekommt der Chip ein anderes Signal. Mhm. Ja, und das geht auch in verschiedenen Variationen. Also bei den Flaschen ist es auf zu. Und bei Flüssigkeiten kannst du den Füllstand zum Beispiel auch mitmessen. Und damit lässt du ganz viele Ideen fangen dann an zu sprudeln, was man damit machen kann. Das hat mich auch gerade so getriggert, ja. Ja, das ist gut. Das ist dann auf jeden Fall ein Riesenthema, ja. Ja. Cool. Gut. Also ich habe jetzt die ganze Menge gelernt, finde ich sauspannend. Eine Frage, die mich doch stellt, würde es aus deiner Sicht nicht Sinn machen, auch mehr dir Partner zu suchen, die sozusagen dich verstärken? Das wäre doch ein klassisches Business auch für Agenturen, die dich unterstützen könnten beim Vertrieb sozusagen. Absolut. Content. Also Agenturen sind sehr willkommen. Also auch wenn ihr jemanden kennt, der eine Agentur hat oder sowas, die großen Agenturen bringen tolle Ideen zu den Marken. Wir setzen die um. Cool, dann werden wir die mal weitertragen, unter anderem vielleicht auch in die Agenturen, die bei uns Mitglieder sind. Gut, also schönen guten Morgen von meiner Seite her und auch, ich muss sagen, diese Thematik beschäftigt uns eigentlich schon seit Jahren. Und zwar, wir haben da mehrere Punkte. Erst einmal die Thematik von wertvollen Waren zu sichern, zu tracken irgendwo, dass wir wissen, wo das Zeug ist. Was ganz wichtig ist, das Thema das mit diesem Erstöffnungsschutz aus meiner Sicht. Weil wir Artikel haben, also ich komme ja aus der Kloschüsselbranche. Ich weiß, wir haben uns kennengelernt. Wir beide waren am Tisch gesessen, meine Frau war ganz begeistert von dem Teddybär. Aber das Thema, wo ich einfach sage, dieses Erstöffnungsthema ist für uns ja wichtig. Wir haben ja viele Produkte, da wo Einzelteile drin sind und Kunden sind ja mit vielen Wassern gewaschen. Ja, die kaufen irgend so eine Armatur, sage ich mal, und nehmen 5 Teile raus und geben sie wieder zurück. Mhm. Und dann ist die Diskussion, wir haben so ein Siegel drauf, sagt, ja, ich habe das nicht gebrochen, ich habe das so bekommen. Mhm. Und das war natürlich ein ganz gutes Thema, dieses Erstöffnungsschutz. Aber wir haben versprochen, wir machen pünktlich Schluss. Heißt, ich beende jetzt die Session, sage dir, lieber Marco, ganz lieben Dank, sage allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse. Wir können alle noch drinbleiben, ein bisschen sozusagen intern uns noch austauschen, überhaupt kein Thema. Aber die offizielle Aufzeichnung ist jetzt hiermit beendet. Auf Wiedersehen.